Hallöchen, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Drawny und whoop, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary. Ne? Was soll ich machen? Ja gut, was haben wir hier? Tempel von Kotzmogo. Es gab PvP-Hotfix-Änderungen und zwar hat sich beim Red jetzt folgendes geändert: Unser Lichtblitz heilt 15% mehr. Das Crit und Tempo Template wurde um 10 bzw. 20% verringert. Also hier stand zum Beispiel 32% Crit hatte ich gehabt. Und ich glaube Tempo. Nee, Quatsch, 36% Crit und ich glaube 32% Tempo hatte ich. Vielseitigkeit wurde um 50% erhöht. Also vorher standen hier 8, jetzt haben wir 16. Ist auf jeden Fall. Ja, ist insgesamt, ich glaube, ein Buff von Vengeance ausgerechnet so plus minus 4% mehr Damage. Aber wir heilen deutlich mehr. Also bevor die ganzen Stärke-Nerfs kam, hat mein Lichtblitz zum Beispiel 384.000 gehalten, jetzt sind es hier 411, also schon ein kleiner Unterschied. So gut, soviel zu dem Thema. Ich müsste mal gucken. Ich habe vorhin 700k Crit-Heals gemacht, ohne Wings. Vielleicht kommt ja ordentlich was raus. Mal gucken. Vielleicht können wir so 900k Crits machen. Oder mehr. Wäre natürlich cool. Dann könnte man mich ordentlich heilen, auch wenn es nur ein paar Heilungen sind, die man machen kann. Aber dann kommt da wenigstens richtig was bei rum. So, da. Oh, auch dich da mal. So, dann haben wir den Stun. Stun, Wings und alles. Machen wir einen Stun drüber. Das würde er nicht lange durchhalten. Dann gehen wir auf den Rogue. Ich bubble mal. Fickt euch. Ihr Schweine. Egal, jetzt ist eine Flagge schon mal weg. Ich mach mal langsam. Ah, ist immun. Dispel, Freedom, weg hier. Oh, hier hin spam. Kommt er hier hinter? Nein, er kommt nicht hier hinter. Oh, Musik ist zu laut, gell? Oder? Ich weiß jetzt nicht, ob die Musik zu laut war. Ich hab's mal niedriger gestellt. Bei mir war sie gerade ziemlich laut. Nein, du bleibst hier. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Nö. Kannst mich mal. So, jetzt ist das weg. Ist hier was? Ah, hier ist ja nichts. Da ist ein Monk. Kommst du? Ja, er kommt. Okay, stunnen ihn direkt. Der will, genau, der will nämlich den Leg Sweep machen, dass wir alle gestunt sind. Jetzt Fist of Fury. Ich weiß nicht, was das hier werden soll. Keine Ahnung, was das war. Gut, den Warrior da oben haben wir verscheucht. Das war gut. Siegespunkte. Oh, was haben wir denn jetzt schon? 270. Da ist der Rogue. Den holen wir uns. Cloak läuft jetzt aus, sonst kriegt er den Slow direkt drauf. Oh, Repost ist das, glaube ich. Bisschen Stun. Und weg ist seine Kugel. So. Heilen. Holt einer. Da ist der Worry, den machen wir gleich mal langsam. Wie er mit Stormbolt dran geht. Unglaublich. Lässt du gefälligst den Hexer in Ruhe. Ne, brauchen wir keinen Stun. So, jetzt können wir mal heilen hier. Da, 600k kritisch. Ohne irgendwelche Sachen. Hatte ich einen Brock? Ne. Nerv. So, den stunnen wir jetzt. Und heilen uns ein bisschen gegen. Ich habe leider keinen weiteren Stun. Er wird eh sterben. Denn ich brauche mich. Ah, ich habe kein Pferdchen. Egal, dann heile ich mich. Na gut, jetzt sehe ich, warum machen wir die Heilung bei mir nicht mehr. Okay. Debuff ist weg. Da ist alles gut. Das ist ein Fehler, wenn du zu mir kommst. Lässt du gefälligst unsere Leute in Ruhe. Oh, wie dumm. So, der geht aus dem Block raus. Da bekommen wir gleich Pop hinterher. Ich hab ja keine mehr Scheiße. Fuck. Das kann ich ihm nicht helfen. Das ist schlecht. Oh, Freedom. Shield of Vengeance. Da ging gleich auf den Hunter. Okay, Hunter ist tot. Dann gehen wir auf den Hunter da eben. Ist mir auch recht. Stunnen ihn. Drücken ihm gleich mal ein bisschen ins Gesicht. Braucht der Freedom? Ne, braucht er nicht. Wir kommen raus. Den Hunter töten wir aber vorher. Na, stirb. Oh, Warrior Spell Reflect an.
Gut, macht nichts, wir kommen eh nicht ran. Ich glaube, die Musik ist zu leise. So, ja, ich habe die Tage ein bisschen verändert gehabt, deswegen. Oh, da ist ein Hunter. Irgendwann machen wir den. Hauen wir den mal aus den Latschen. Okay, da hat eh schon aufgegeben, so wie es aussieht. So. Also letztendlich, die Änderungen an unserem Template ziehen weniger auf den Damage ab. Ja, natürlich, ich lasse mich auch von dir jetzt einfach ins Schieb packen. Ziehen weniger auf Damage ab, sondern eher ein bisschen Überlebensfähigkeit. Und wir haben ja auch den anderen kleinen Nerfs bekommen in dem Sinne. Beziehungsweise Anpassungen. Das heißt, Nerf klingt immer so hart. Ui. Heil, Mama. Den kann ich nicht. Was ist denn der? Kann ich gar nicht heilen. Jetzt kriegst du einen Stun ab. Das Stück hast Vengeance. Ne, doch nicht, die Mindstorm ist besser. So, jetzt auf den. Was natürlich ein bisschen doof ist, dass 6% weniger Crit, das ist unglaublich viel. Oh. Was hat da umgefallen? Was ist Scheiße. Es ist natürlich echt schade, weil dadurch die Klinge der Tugend noch weniger nützlich ist. Also sie ist ganz praktisch. Problem ist halt, man braucht wirklich einfach einen enormen Crit-Wert. So, der kriegt jetzt einen Stun, Wings, dann machen wir dich kaputt. Dann gehst du den Leuten hier nicht auf den Sack, nochmal einen Stun. Ah, da ist die Bubble. Dann gehen wir halt auf die... Ach du Scheiße. Was war denn das? 1,95 Millionen Hit. 1,8 Millionen Richtote. Ach du Scheiße, der hat 3 Millionen mit 2 Hits abbekommen. Kriegst du auch uns dann? Kann ich auch. Ach Mist, ich hätte dann auf Legung geben sollen. Hätte vielleicht geholfen. Warum ist eigentlich der Rogue hier? Ich meine, er hat eine Kugel. Damit würde ich mich nach außen verziehen. Ah, schade. Doppelkill wollte ich machen, deswegen den göttlichen Sturm. Hallo Mage. Genau, hau nur ab. Ah Mist, krieg ich nicht. Oh, nerv nicht. Den wollte ich einfach nur haben. Ich wollte den einfach nur haben. So, oder? Standarte wegmachen. Nee, da brauche ich nicht hoch. Oh, scheiße. Ups, jetzt habe ich den Mage total allein gelassen. Das tut mir leid. Boah. Das wollte ich gar nicht. So, dann würde ich halt. Kannst mir nichts klauen. Ich habe ja nichts. Ja, mach nur. Schön ist die Kugel wieder da. Da ist ein Block. Dann stunnen wir den mal. Ah, Mist. Müssen wir jetzt mit jemandem Storm arbeiten. Bisschen heilen. Jetzt stunnen wir ihn. Brauchst gar nicht abzudrehen. So, jetzt heilen wir den mal. Ja, was kommt da raus? 300k. Ah, da hat er einen Debuff. Ja, MS hat er drauf. Es ist hier Heileffekt um 25% verringert. So. Ach, scheiße. Ist immun. Das sieht man ja so schön. Und ich hau trotzdem drauf. Du wirst trotzdem sterben. Der kommt zu nichts. Oh, ich tot. Okay, pariert erstmal alles. Oh, nerv mich. Ja, mach mal Shield of Vengeance an. Mach's kaputt. Jetzt kriegst du deinen Stun und jetzt wirst du sterben. So, und wir gehen mal da aus der Schlagreichweite vom Mage. Den heilen wir. Oh, 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 oh. Lol. Hab ich den jetzt nicht geheilt? Okay, oder ich hab's nicht gegen geheilt. Ich war ansatzweise. Komm her, Worry. Pet noch ein bisschen runter. Boah, das sieht eigentlich ganz solide aus wieder. Das um die Uhrzeit ist etwas ungewohnt. Natürlich, ich habe gestern um die Mittagszeit, achso, als Holy zum Beispiel, das ein oder andere Spiel gemacht. Du kriegst einen Stun. Nee, doch nicht. Das war eine Katastrophe. Aber auch ohne, ich habe dann auch als Red das nochmal gemacht. Ey, das kannst du ja vergessen.
Okay, Devil Mich, der kriegt einen Stun. Wings, Jessica's Vengeance. Stirbt er trotzdem, wie er geflogen ist. Das sah schon cool aus. Oh, da ist der nächste tot. So, den machen wir langsam. Den Pali stunnen wir. Und jetzt gibt's hier Divine Storm rein. Na, Rogue stirbt. Ah, DevZD von der Schippe springen. Das ist ein Passiv. Ich meine, das war das gewesen. Dann kassiert er, glaube ich, 90% weniger Damage. Ja, fertig. Ah, schade. Ist nichts Tolles. Schau sich das mal an hier. Der Demon Hunter und der andere Pali. Ordentlich. So macht man das. In diesem Sinne. Sodle. Das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wenn du es nicht schon längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss!